Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es Chicken Nuggets mit Pommes. Von Gut und Günstig aus dem Edeka für Mikrowelle und Backofen. Es ist quasi das klassische Kindergeburtstagsgericht, oder? Pommes mit Chicken Nuggets. Und das kann man jetzt in der Mikrowelle machen. Ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Ich habe es tatsächlich gekauft. Das gibt es auch schon länger, glaube ich, beim Edeka. Ich habe es nur gekauft, weil ich die Verpackung so erfrischend neu und frisch fand. Das hat mich irgendwie angesprochen. Es sieht irgendwie lecker aus. Süß-saure Soße ist sogar auch dabei. 6 Minuten in der Mikrowelle bei 600 Watt. Ich glaube, wenn ich das mache, 6 Minuten 600 Watt bei meiner Mikrowelle, dann kann ich dran lutschen, glaube ich. Oder ich weiß es nicht, weil es so tiefgefroren ist. Das wollte ich damit sagen, ihr Lieben. So, ich mache es jetzt mal auf. Und dann gucken wir uns mal ganz genau an, wie viel ist denn da drin. Hinten drin haben wir auf jeden Fall 300 Gramm sind es insgesamt mit der Soße, ihr Lieben. So, und das ganze Gericht hat 687 Kalorien und ich reiße es einfach mal mit euch zusammen auf, aus einer richtigen Perspektive. Die Verpackung ist sogar fast idiotensicher, denn hier steht drauf, hier eindrücken. Wie toll ist das denn? Das heißt, kannst du einfach ganz normal aufgreifen, ihr Lieben, schaut mal. Ganz einfach. Da sind wir hier. Pommes. Das sind eine Hand, also ein bisschen schwierig. Pommes sehen wir hier. Die Soße. Und das geht aber. Und die Chicken McNuggets. Entschuldigung, Chicken Nuggets. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sogar, mein lieber Scholli. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Die Soße muss man übrigens rausnehmen, bevor es in die Mikrowelle kommt. Das sieht echt lecker aus. Die Soße habe ich jetzt eben ganz schnell mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn aufgetaut. Ganz schön clever, der Junkfood-Guru, oder? So. In der Mikrowelle 7 Minuten bei 600 Watt. Ich habe mich jetzt doch an die Wattzahl gehalten und habe einfach mal das Maximum von der Verpackung angegeben. Seht ihr jetzt die Pommes und die Chicken McNuggets drehen sich im Kreis bei 600 Watt und insgesamt 7 Minuten. Jetzt sind es noch 5 Minuten und 37 Sekunden. Ihr Lieben, da ist es schon. Ich bin fast schon geschockt, muss ich sagen, wie gut das aussieht. 7 Minuten in der Mikrowelle. Ich hätte einen echten Matschhaufen erwartet, aber nicht das. Jetzt kommt nochmal die Soße, die ich gerade eben unter heißem Wasser habe ich die ja so ein bisschen flüssig werden lassen. Jetzt kommt mir schon fast vor wie ein kleiner Koch hier. Wahnsinn. Lecker, lecker, lecker. So, die Pommes. Gut. Die sind jetzt natürlich weich und ein bisschen labbrig. Weil alles halt drin ist. Man kann es aber auch im Backofen machen. Aber es geht noch. Also, wenn man hungrig ist und vielleicht nicht mehr ganz nüchtern, perfekt. Wenn man es genießen will, oh, sind schon ein bisschen weich, kann vielleicht das Ganze doch lieber im Backofen machen. Ich probiere jetzt mal so ein Chicken hier. Wow, ist das heiß! Meine Güte! Mhm. So sieht der aus und er schmeckt chickenmäßig gut. So ihr Lieben, also ich war doch positiv überrascht von dem Look, aber wenn wir ehrlich sind, ist es schon sehr fettig, was auch daran liegt, die Pommes sind natürlich vorfrittiert, genauso wie die Chicken Nuggets. Man macht die einfach nur warm und in der Mikrowelle bei 700 Watt ist es schon, also 600 Watt die Minute ist es schon sehr heiß. Aber richtig kross wird es nicht. Geschmacklich finde ich die Chicken Nuggets aber schon in Ordnung hier. Diese Nuggets schmecken mir echt ganz gut. Die Pommes sind auch lecker, nur halt mega labbrig. Ja? Ich hätte es ein bisschen besser verteilen können. Labbrig, aber nicht matschig. Ich sage es mal so. Wenn ihr um 5 Uhr morgens von einer Party wiederkommt, ihr habt viel getrunken, dann würdet ihr diesem Gericht, dafür würdet ihr alles tun. Ihr würdet dem 10 Punkte geben, wenn alles zu hat. Und ihr habt das noch in der Gefriertruhe als Notration, so als Katerschmaus. Perfekt. 10 Punkte. Aber mehr realistisch. Ihr wollt ein tolles Abendessen, ihr habt Hunger auf Chicken und Pommes. Macht es im Backofen, probiert es da, dass es schön knusprig wird. Weil es schmeckt schon ganz gut, ihr Lieben. Aber aus der Mikrowelle, jetzt im normalen Zustand vom Junkfood-Guru, nüchternen Zustand, kriegt es 7 Punkte. Und das liegt nur daran, 10 Punkte wegen Notration, weil es halt so schnell geht und man hat es schnell im Magen. Aber als Genuss auf Dauer
Nee, nicht aus der Mikrowelle, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!